Luftfahrwerk bei Morelo. Ja, viele kennen diese Fernbedienung hier. Das ist die neue Fernbedienung. Alt-neu spielt keine Rolle. Was ist das für ein Fabrikat von Luft? VB Air Suspension. Sehr schön, ja. Du bist der? Mario. Mario, du gehst auf die Fehler ein, denn ihr verbaut das Ganze, nämlich ihr macht die Fahrgestelle fertig für Morelo, dass die Aufbauten machen und baut das hier schon ein, oder? Bei euch? Wir bauen es hier ein und dann halt, wir bauen es in einem fertigen Fahrzeug ein, beziehungsweise in Chassis, wenn er noch bei uns im Werk steht. So. Tun wir im Vorrüsten mit einer Vierkanal-Luftfeder in dem Fall. Oder zwei Kanäle, je nachdem, wie der Kunde bestellt hat. Du hast das Ganze mal gezeigt, denn sie nivelliert vollautomatisch und läuft 6 Minuten, nachdem die Zündung aus ist, ja noch nach und reguliert da auch laufend noch. Ja, das ist das, was die meisten nicht wissen. Genau, das ist dann, wenn ich anhalte, Zündung ausmache und ich steige aus dem Fahrzeug, dann kommt ein Zischen. Dann fragen sie sich so, ist was undicht? Nein, ist es nicht. Das Fahrzeug reguliert sich quasi, weil ich hebe ja das Fahrzeug an, weil ich das Gewicht verliere, also regelt er wieder runter. Genauso wie wenn ich einsteige, drückt dann runter, also muss er wieder heben. Das passiert in den 6 Minuten. Wenn ich quasi aussteige, das Fahrzeug hat sich gesenkt und die 6 Minuten sind vorbei und ich steige ein, dann habe ich die Kunden das Problem, sie fahren los und eine grüne Lampe leuchtet, weil er hebt ihn an, weil das Fahrniveau sich verändert hat. Das ist völlig normal. Okay, das also ist so. Nichts Schlimmes. Jetzt haben wir die meisten haben Luftfederung und haben Hubstützen. Ja. Also insofern wird die Luftfederung dann zum, ich sag mal, Niveauausgleich. Das geht in gewissen Maßen. Kann man das machen mit der Luftfeder? Ja, ich sage immer Städteparker. Ja. Wenn man nicht, ich will am Rasthof kurz anhalten, was essen, brauche ich die Hubstützen nicht, muss ja keiner sehen. Oder ich übernachte am Straßenrand in der Stadt. Da tue ich sie auch nicht ausfahren. Dann tue ich nivellieren über die Luftfederung. So, zeig mal bitte die Fernbedienung. Ist die an noch oder müssen wir die noch einmal aktivieren? Noch aktivieren. Mach mal kurz, sei mal so lieb. Geht ganz schnell, denn sie geht ja bekanntlicherweise nach 6 Minuten aus. Er aktiviert mal gerade die Federung. Kollege hilft. Das ist jetzt ein typischer Pelles. Das könnte aber jetzt auch ein Sprinter sein, der die drin hat, oder? Genau, es kann ein Sprinter. Wir können für Sprinter, für Fiat Ducato, für Peugeot Boxer, also die ganzen die ganze Serie gibt es alles mit dem Vierkanal. Das heißt, V und B ist das Mittel der Wahl, die ihr macht? Wir machen nur die. Macht nur die. So. Wir machen nur die. Ich gebe noch einen Grundzustand. Genau, wenn es mal gerade dreht, sei mal so nett, weil wir stehen am Kopf. Du bist ja Profi, du kannst das auch umgekehrt. Ja, aber also. Was hast du jetzt gemacht gerade eben? Ich habe nur den Audio-Level rausgenommen. Das machen wir später, dann, wenn die Zunge wieder aus ist. Okay. Also, wir lassen sie jetzt mal ausnivellieren, dass es fertig ist. Jetzt arbeitet die Anlage. Er tut sich wieder in Fahrtstellung setzen, so wie er einprogrammiert ist. So, ich habe jetzt, in dem Sinne, bin ich jetzt abfahrbereit. Ich kann das nochmal überprüfen, das abfahrbereit, indem ich einfach auf Fahrniveau drücke. Das zeigt mir das Fahrniveau über diese Symbole. Er hat gepiepst, fertig. Habe jetzt aber noch mehrere Tastenfunktionen. Wenn ich stehe mit dem Fahrzeug, zum Beispiel Fährfunktion, nennen wir das. Weil wenn ich hier drauf drücke, tut er das Heck heben, die Front senken, damit ich das Maximum an Freiheit hinten bekomme, wenn ich die Fähre rauf muss. Kann ich fahren bis 30 km/h, dann geht er wieder ins Fahrniveau. Achso, nicht nur bis 6. Nein. Das ist bis 30 km/h, weil wir wissen ja, die Fährleute haben keine Zeit, das muss schnell gehen. Mit 6 km/h komme ich nicht hin. Das geht bis 30 km/h. Dann habe ich hier unten diese, wo ein P steht. Da ist auch so ein kleines Dach drüber. Nennt sich Parking. Früher hieß es Parking, jetzt ist es einfach nur, ich senke das Fahrzeug ab, wenn ich durch eine Brücke muss zum Beispiel und mir fehlen mal 2-3 cm, dann kann ich das Auto absenken mit dieser Funktion bis 30 km/h, dass ich quasi durch kann. Wenn ich allerdings 3 Brücken habe, und ich komme über 30 km/h, schaffe ich die letzte nicht. Also das muss man schon beachten, dass man nicht zu schnell fährt. Darf ich, wenn ich zum Beispiel was einlade und ich möchte gerne die Treppe ganz tief runter haben, also zum Einstieg, kann ich das auch benutzen oder geht das auf die Federung? Nein, das kannst du genauso benutzen. Allerdings würde ich dann sagen, wenn ich das Maximum haben will, drücke ich den Pfeil runter. Achso, das geht auch. Das ist das Maximum, was ich runterdrücken kann. Das geht nicht ganz so tief runter, deswegen kann ich den bis 30 fahren und den nur bis 6. Weil dann nehme ich lieber den bis 6 km/h, weil wenn ich stehe, stehe ich. Stehe ich, spielt keine Rolle. Genau, wenn ich sofort losfahre, geht er halt gleich wieder hoch. Aber er wird piepsen, bis er quasi aus dieser Gefahrenzone raus ist. Das Piepsen ist nicht schlimm. Das kann auch schon mal passieren, dass er zwischendurch mal kurz piepst und dann wieder aufhört. Das ist kein Fehler. Nein, es ist, wenn ich jetzt bei diesem, der hat dieses aktive Fahrwerk drin, ne? Wenn ich jetzt eine Vollbremsung einleite, dann lässt er mir das Hinterteil, also das Heck, runter beim Vollbremsen. Ich sage immer, bockiger Hund. Das heißt,
damit ich mehr Kraft auf die Vorderachse und auf die Hinterachse kriege, lässt er ein bisschen ab und bremst dadurch besser. Mhm. Ist halt im Stauende Vollbremsung, heißt, er hat einen Extrem runtergelassen und ich fahre dann an. Das heißt, er fängt hier erstmal nervös an zu piepsen. Das ist nicht schlimm. Er wird mir zeigen, in welche Richtung. Solange diese Lampe, dieses Ausrufezeichen hier unten nicht rot blinkt, habe ich keinen Fehler drauf. Dann ist er nur nicht in Fahrtstellung. Okay, das heißt nur sanft fahren, nicht gleich über Stock und Stein springen mit dem Auto. Fahren, bis er aufhört zu piepsen und dann kann man wieder ganz normal weiterfahren. Also nochmal, damit ich das richtig verstehe. Ich bin immer, bevor ich losgefahren bin, habe ich hier zweimal drauf gedrückt. Du sagst einmal langt. Weißt du nicht. Einmal langt. Du kannst aber auch einfach losfahren. Einfach losfahren. Ab 6 km/h wird er dann... Genau. Wenn du jetzt nicht in einem von diesen drei Tasten bist, ist es 6 km/h. Okay, verstanden. So, da ist so eine unebene Taste? Genau. Das früher stand Offroad drauf. Mhm. Das soll quasi so einen Feldweg simulieren. Mhm. Das heißt, wenn ich so einen Feldweg habe, wo ich das Fahrzeug ein bisschen höher haben will, nehme ich es halt da, damit hebe ich das Fahrzeug ein paar Zentimeter höher und kann dann quasi über diesen Feldweg fahren bis 30 km/h. Okay, das heißt, ich bin höher, habe mehr Bodenfreiheit, genau, und kann das fahren. Das macht wirklich Sinn oft, oder? Wenn ich dann zum Beispiel über eine Bodenwelle fahre oder so. Die schönsten Plätze sind da, wo man über den Feldweg fährt. Und was ist im Feldweg in der Mitte? Der aufgestaute Dreck. Mhm. Und deswegen brauche ich in der Mitte mehr Platz. Weil wenn ich gerade einen Retarder drin habe oder einen Tank, 200 Liter Tank drunter, brauche ich mehr Bodenfreiheit. Okay. Und die schönsten Plätze sind nur da. So, das habe ich oft benutzt. Also das kann man ja entweder über die Hubstützen machen oder über die Luftfederung. Ich habe es am Schluss nur noch über die Luftfederung gemacht, weil es so schnell geht. Genau. Das sage ich, Luftfederung geht schneller für unterwegs. Die Hubstützen ist, wenn ich endgültig einwinter. Weil dann ganz leer. Dann kann ich ihn ganz leer machen, weil bei der Luft geht schneller. Sag mal, ich habe vorher immer ihn abgelassen, bevor ich die Hubstützen verwendet habe, weil dann kommt er ja tiefer runter. War das ein Fehler? Fehler ist es nicht, aber ist nicht nötig. Du hast kein Kabel drin gehabt, oder was? Nee, ich hatte Morello, habe die Luftfederung und da ist oft das Problem, dass der Hub nicht ausgelangt hat. Ja, und dann habe ich ihn erst abgesenkt, damit die Hubstützen weiter rauskommen. Aber du hast eine Vierkanal. Genau, da ist nämlich, wenn du kein Kabel drin hattest, Pfeil runter ist richtig. Ja. Aber es gibt ein Kabel dazu. Echt? Ja, dann kannst du dann drückst du auf die Hubstützen. Ja. Und senkst automatisch, beim Betrieb senkt sich das ab. Okay, vielleicht war das drin, aber ich habe es, wie gesagt, immer gemacht. Es kann auch, weiß ich nicht, hattest du ein Touchpanel drin oder hattest du... Touchpanel. Dann war es vielleicht nicht einprogrammiert. Ja, dann hat er es nicht gemerkt. Ja. Aber Pfeil runter, wenn du dieses Kabel nicht hast, zum Beispiel eine 2C, nur eine Hinterachsluftfeder, hat das Kabel nicht drin, dann drücke ich auf diesen Pfeil runter, dann senkt er sich komplett ab und dann kann ich die Hubstützen ausfahren. Sonst arbeiten die gegeneinander, hat er zu mir gesagt, und das wäre dann nicht so toll. Nein, das ist beim Daily nicht. Die arbeiten nicht gegeneinander. Da ist noch eine Taste, was kann die? Die da? Ja. Das ist, wenn ich zum Beispiel einen Garagenwagen habe für Autobeladung, muss ich den drücken, weil sonst kriege ich mein Auto nicht über die Kante. Ach, dann senkt sich das Heck ab. Genau. Aber wenn ich E-Bikes habe für Seitenbeladung, lasse ich ihn auch runter, damit ich ihn bequemer reinkriege, das E-Bike. Dann brauche ich es nämlich nicht so hochheben. Genauso wie wenn ich einen Roller hinten einlade. Damit kann ich mein Heck so weit absenken, dadurch, dass ich die Front mit hochhebe, komme ich hinten noch tiefer. Dann habe ich mehr Bodenfreiheit für den Roller. So, das ist ja jetzt eine vollautomatische Luftfederung, die mit drin ist. Jetzt habe ich ein neues Auto, da sind so Ventile drin. Sowas baut ihr nicht ein, oder? Was heißt so eine Ventile? Da sind so Ventile und Kompressor, da kann ich den... Das ist eine Zusatzluftfeder. Eine Zusatzluftfeder. Nennt sich Semi-Air, nennt sich das in der Fachschule. Das unterstützt nur die Blattfeder. Ah, okay. Aber es ist keine Automatik drin, nichts, da fahre ich nur mit Druck. Funktioniert. Also, ja. Ist so irgendwie stabiler, habe ich das Gefühl. Ich kann auch ausgleichen. Er wird härter. Wird härter. Also er neigt nicht mehr dazu, dass die Blattfeder ist ja normal so. Ja. Und später ist er irgendwann mal so. Und dadurch, dass du die Zusatzluftfeder hast, drückst du ihn ja runter und bleibst in dieser Lage. Aber es ist keine volle Luftfeder. Man kann es nicht damit vergleichen. Da ist ja vollautomatisch, arbeitet immer die vollautomatisch. Ab und zu geht der Kompressor an, das ist normal. Das ist normal, weil er muss ja den Kessel wieder füllen und sie arbeitet ja während der Fahrt. Du hast jetzt auch bei der Semi-Air hast du die Blattfederung drin. Das heißt, ob du Luft drin hast oder nicht, ist eigentlich egal. Bei dem ist das Problem, wenn du keine Luft hast, dann ist da auch das Auto unten, weil du hast keine Feder. Gibt es ein Notlaufsystem, da ich noch ein bisschen fahren kann, wenn ich auf der Autobahn... Notbefüllung gibt es. Ja. Die ist halt optionell. Das heißt, ich kann Außenluft aufgeben. Okay. Wenn der Balk platzt, habe ich Notgummis im Balk. Mhm.
im Bike selbst sehe ich so nicht. Und da sitzt er auf dem Gummi auf. Das heißt, ich kann mich noch rausschleppen. Okay, das geht. Ja, sehr schön. Ja. Ihr seid vom Meier-Team. Ja. Da vorne steht es. Meier Caravan Technik. Ihr habt ein neues Service Center eröffnet. Schon vor einiger Zeit, aber noch nicht so lang, oder? Seit Oktober sind wir hier. Seit Oktober, genau. 21. Den Service haben wir schon seit, ich habe angefangen seit 15. Mhm. Machen wir den Service mit von unserer Altdorfer Stelle. Aber das war jetzt inzwischen, das war früher immer so nebenbei und dann wurde es immer mehr. Dann haben wir eine kleine Halle bekommen, so eine kleine Ölhalle, wo ich sage, das war so eine zweispurige. Also komm mal, ich zeig die mal gerade. Das ist irre groß, denn ihr seid ja quasi hier in der Nähe, aber ihr seid jetzt in Steinwurf, weite weg von Morelo. Von den Großen. Ja, von den Großen, sag genau. Ich mal. So, genau. Ihr habt das ja oft verbaut von vielen. Ja. So, hier vorne steht auch noch, und Charisma steht hier noch als Beispiel. Wir sind offen. Wir sind ja nicht markenabhängig, wir sind ja offen für alle. Okay. Kann ich hier auch Iveco Service ja, machen? Seit März. Seit März bieten wir auch den Iveco Service an. Wir haben extra auch dafür Iveco Meister hier und Mechaniker, die dann quasi auch den ganzen, wir machen ja auch für Morelo die Erstabnahme. Okay, verstehe. Das heißt also auch hier, Tuning macht er auch? Also Leistungsoptimierung. Leistungsoptimierung, ja. Da haben wir die Firma Schacknack draußen. Die bieten wir auch an. Die machen wir aber nur Angebot. Den Rest macht der Firma Schacknack. Macht der Kollege. So, wir werden uns gleich noch ein tolles Thema anschauen. Ihr habt eine Demoanlage aufgebaut, sogar zwei Stück. Einmal HPC und einmal V&B. E und P, genau. E und P. V&B ist Wielerheuen-Boch. Kann man schauen. Die kommen ja aus dem Saarland. Nächstes Thema dazu. Sag mal deinen Namen bitte. Mario. Mit Vollnamen? Mario Juncker. Super. Ja, wir haben es auf der Messe schon mal getroffen. Da kann man viel zeigen. Hier sieht man es dann live. Wenn ich mal Interesse habe, ich habe einen Morelo oder einen Concorde, kann ich hier auch mal vorbeikommen, mal gucken? Geht. Es gibt Fahrzeuge, wo wir einfach keine Anlage reinkriegen, weil kein Platz ist. Ja, ich meine, dass ich mal vorbeikomme, schaue mir das Ganze mal an. Klar. Weil ihr seid ja jetzt im wirklichen Steinwurf weg, ja, mit allen drum und dran. Jederzeit willkommen. So, vielen Dank. Erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.